Guten Abend, meine Damen und Herren. Es geht heute Abend um Giacomo Casanova und ich bin sicher, Sie sind gekommen, um endlich einmal mehr zu erfahren über Casanovas berühmte dreibändige Geschichte des Königreichs Polen oder seine langjährige Korrespondenz mit dem Gelehrten Albrecht von Haller oder seine Übertragungen der Ilias von Homer in venezianische Oktaven. Ich muss Sie enttäuschen. Es geht heute Abend ausschließlich, fast ausschließlich, um körperliche Liebe, nicht Sex. Sowas hat es damals noch nicht gegeben. Sind Sie aufgeklärt? Giacomo Casanova hat einmal die nackte Haut einer Frau berührt und hat sie dabei sehr höflich gefragt, ob er sie vielleicht auch einmal angezogen berühren dürfte. Sehen Sie, so war die Aufklärung. Wenn durch eine unserer Altstädte ein Gewässer fließt mit dicht an die Ufer anstoßenden alten Hausfassaden, dann heißt das umliegende Viertel mit großer Sicherheit Klein-Venedig. Und wenn nun in Klein-Venedig ein Kindergarten ist und in diesem Kindergarten ein kleiner Junge, mit dem mehr als ein Mädchen auf einmal spielen will, dann tuscheln die Erzieherinnen und sagen, das ist ein kleiner Casanova. Wie kommt ein kleiner Junge heutzutage dazu, mit dem Namen eines Mannes belegt zu werden, der schon über 200 Jahre lang tot ist? Nun, wenn man sich einem Gegenstand, einer Persönlichkeit, einer Epoche annähern will, dann kann es sinnvoll sein, aus dem betreffenden Wort die Vokale auszulösen, wie das Fleisch aus einem Hühnchen, und für sich alleine zu betrachten. Casanovas Epoche hieß Rokoko. Das ergibt oh, oh, oh. Aber Casanova, das ergibt ah, ah, oh, ah, zusammengezogen, wow. Als Giacomo Casanova noch ein kleiner Junge war, ist ihm einmal nachts eine Fee erschienen. Sie ist mit einer glitzernden Diamantkrone aus dem Kamin herabgestiegen, hat sich an das Fußende seines Bettes gesetzt und gesagt, Giacomo, hörst du mich? Erschrick nicht. Es gibt für dein Leben zwei Wege, zwischen denen du dich jetzt entscheiden musst. Auf dem einen Weg studierst du Jura und Theologie, wirst Kirchenjurist, führst ein ruhiges und angenehmes Leben und stirbst als ein wohlhabender und geachteter Mann. Auf dem anderen Weg fährst du in sechsspännigen Kutschen, trägst prächtige Gewänder, wirst reich, verkehrst mit Fürsten, Prinzessinnen und Gelehrten und hältst die schönsten Frauen Europas in deinen Armen. Aber auf diesem Weg wirst du die letzten 13 Jahre deines Lebens in bitterer Armut verbringen, als geduldeter Gast eines deutschen Grafen auf einem einsamen Schloss in Böhmen fern deiner Heimat Venedig. Und du wirst dich nicht wehren können, wenn du von dem Diener dieses Grafen verprügelt wirst. Giacomo, welchen Weg willst du wählen? Der kleine Casanova hat sich steil in seinem Bettchen aufgerichtet und hat gesagt, ich möchte von dem Diener verprügelt werden. Giacomo Casanova war 1,87 Meter groß, ein wahrer Hühne seiner Zeit, hatte schwarze Haare, blitzende schwarze Augen, einen olivfarbenen Teint, volle rote Lippen, strahlend weiße Zähne, ein klassischer Latin Lover. Und in der Tat, er hat fließend Latein gesprochen. Und wenn jemand für sich in Anspruch nehmen darf, für einen typischen Europäer seiner Zeit zu gelten, dann ist es Giacomo Casanova. Nur muss man sich eben unter Europa für damals etwas völlig anderes vorstellen als heute. Europa im 18. Jahrhundert, ja, ich möchte sagen, es war noch mehr eine Einheit. Sie haben einheitlich kreuz und quer durch den Kontinent die Contredanse und das Menuett getanzt. Männer wie Frauen haben Spitzen an den Kleidern getragen und Perücken auf den Köpfen. Die jungen Damen haben den Herren auf den Bällen kleine Liebesbotschaften in die Ärmelaufschläge zugesteckt. SMS. Die Gelehrten und Schriftsteller haben Fluten von Briefen ausgetauscht. Alles auf Französisch. Französisch war das Englisch des 18. Jahrhunderts. Nicht nur in London, nein, sogar in Paris ist nur Französisch gesprochen worden. Und sie haben sich geliebt,
mit einer Unbefangenheit, die wir uns nicht mehr vorstellen können. Das hängt damit zusammen, dass sich der Gedanke der menschlichen Gleichheit gerade noch nicht Bahn gebrochen hatte. Mit der Folge für das Liebesleben, dass noch nicht jede ständeübergreifende Schäferstunde belastet war mit den Gewichten der Verantwortung einer möglichen zukünftigen Ehe. Sie mussten noch Standesschranken überspringen, bevor sie das Liebeslager aufgesucht haben. Das hat zu einer körperlichen Ertüchtigung geführt, die wir uns nicht mehr vorstellen können. Das Straßenbild in den Städten war bunt von Uniformen in allen Farben der Palette. Das kommt daher, dass den Menschen damals die selbstbestimmte Individualität noch nicht so wichtig war wie uns heute. Deswegen haben sie auch noch nicht alle gleich ausgesehen, sondern eben Uniformen getragen. Denn die Kehrseite dieser großen Einheitlichkeit war doch auch wieder eine bezaubernde und bunte Vielfalt. Wie bei den Prägungen der Münzen, der Gold- und Silbermünzen, die in den vielen, vielen kleinen Staaten, Königreichen, Herzogtümern, Grafschaften, Stadtstaaten in Umlauf waren. Mit Gold aus überseeischen Minen prägte Venedig seine Zechinen. Doppelt galten dabei die Dublonen. Königreiche bezahlten mit Kronen, Herrscherprofile entwarfen die Maler für Livre, für Sloty, für Rubel und Taler oder Realis. In anderen Staaten galten Scudi, Sovranos, Dukaten. Es stiegen Englands Genien empor auf Kosten französischer Louis d'Or. Beim Glücksspiel waren Gewinne zu holen in Lira, Peseten, Unzen, Pistolen. Oder man frönte seine Lastern mit Kremnitzern, Portugalesern, Piastern. Und man bezahlte seine Schulden wie bis vor kurzem in Holland mit Gulden. Und was reimte sich nicht noch alles auf Mark? Quark, Stark, Autark, Sarg. Ende des Finanzgedichts, denn auf Euro reimt sich nichts. In Utrecht in Holland hat Casanova einmal in einem Café einem französischen Offizier gegenübergesessen, einem etwas arroganten Bürschchen, der zu seinem Freund gesagt hat, du, der berüchtigte Casanova soll in der Stadt sein. Casanova hat eine leichte Verbeugung in seine Richtung gemacht und hat gesagt, Sie brauchen nicht so weit zu suchen, ich bin Casanova. Dann hat dieser Kerl gesagt, Sie wollen der berühmte Casanova sein? Naja, vielleicht heißen Sie ja so. Aber bilden Sie sich nur nicht ein, Sie wären der einzige Mann, der Casanova heißt in Europa. So heißen viele. Aber wenn Sie wirklich aus Venedig kommen, dann trifft sich das gut. Denn ich bin Franzose. Und Frankreich hat ja immer seine schützende Hand über Venedig gehalten. Dem hat Casanova geantwortet. Monsieur, die Freie Republik Venedig in den 2000 Jahren ihres Bestehens hat immer freundschaftliche Beziehungen zur französischen Krone unterhalten, falls es Frankreich überhaupt schon gegeben hat. Aber nie seinen Schutz nötig gehabt. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, dann gibt es ja sicherlich viele Venedigs auf der Welt. Nein, 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 nein. Ein Venedig, ein Casanova. Man sagt von Casanova, er hätte von den Frauen immer nur das eine gewollt. Das stimmt schon. Es ist ihm bei einer Liebesbegegnung gegangen um das Zentrum. Aber wie soll ich sagen, weniger um das Zentrum als um das Zentrum. Da war dann alles inbegriffen. Wer wird denn etwa auch so töricht sein, bei einem Apfel schnurstracks auf das Kerngehäuse zuzusteuern? Selbst ein Wurm ist klüger, wenn er sich mit der Frucht beschäftigt. Die zuständige Art der Annäherung wird trefflich repräsentiert durch ein berühmtes kleines Klaviervirtuosenstück zweifellos aus der Zeit Casanovas, was ich in diesem Zusammenhang ausnahmsweise wirklich nur in seinem entscheidenden Mittelteil kurz andeuten möchte. Es geht so. Da da dam 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 da da dam 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 da da dam 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 dam. Da da dam 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 da da dam 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 da da dam 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 dam. Nein, ich kann nicht fortfahren. Es geht mir zu nah. 2 Jahre vor Casanovas Geburt ist in London ein berühmter Physiker gestorben, Isaac Newton.
Er hat die Anziehungskraft der Körper entdeckt. Leider nicht im physischen, sondern nur im physikalischen Sinn. Das hat dazu geführt, dass man heutzutage in den Tiefen des Universums in 15 Milliarden Lichtjahren Entfernung fahndet nach Aminosäuren als Spuren keimenden Lebens. Das könnte man doch näher, lustvoller, einfacher und vor allem billiger haben. Die Legende berichtet, Newton sei auf den zündenden Einfall verfallen, als er gesehen hat, wie in seinem Garten ein Apfel ins Gras fällt. Nun, gegessen hat er ihn offenbar nicht. Dieser Apfel hatte ja auch nur die Aufgabe, einer fremden Anziehungskraft zu folgen und damit ein Gesetz unter Beweis zu stellen. Ganz, ganz anders, der berühmte Apfel im Paradies, der ist nicht im Gras verfault, der ist gegessen worden. Der hatte ja auch was anderes zu tun, als einer fremden Anziehungskraft zu folgen. Der hatte selber noch Anziehungskraft. Und er hat kein Gesetz bewiesen, er hat eines gebrochen. Wie äußert sich der Baum der Erkenntnis zum Sündenfall? Abfällig. Ein Jahrhundert vor Casanovas Jugend war Europa von einem verheerenden Krieg überzogen. Mit blutigen Schlachten, brennenden Städten und Dörfern, Plünderungen, Vergewaltigungen, Pestepidemien und Hungersnöten. 30 Jahre lang. Bis endlich Friede war. Friede. Und was war dann? Ich will es Ihnen sagen, die Frauenmode hat sich geändert. Das Dekolleté, was seit dem späten Mittelalter züchtig bis unter das Kinn hochgeschlossen gewesen war, ist plötzlich wieder aufgeblüht. Wofür auch sonst hätten Hunderttausende von Soldaten in Europa 30 Jahre lang ihr Leben aufs Spiel gesetzt? Das galante Zeitalter ist angebrochen, Casanovas Epoche. Ein kleiner höfischer Tanz, eine Gavotte. Na schön. Ich will nicht so sein. Giacomo Casanova hat noch den Flaum der Jugend um die rosigen Wangen getragen, als er bereits angetan war mit dem langen schwarzen Gewand eines Priesters. Eines Priesters der niederen Weihen, eines Abbate. Er hat dann dieses Priestergewand vertauscht mit einer prächtigen, bunten, selbst entworfenen und bei einem Schneider in Auftrag gegebenen militärischen Uniform, war noch nie Soldat gewesen, hat sich in Bologna in ein Kaffeehaus gesetzt und als man ihn gefragt hat, in wessen Diensten er stehe, dann hat er gesagt, das geht Sie nichts an, das ist geheim.
Er hat dann auch die Uniform an den Nagel gehängt, war also zuerst Gottesmann, dann Kriegsmann und dann für den Rest seines Lebens in der Welt Weltmann, Lebemann und Hofmann. Den Namen Hofmann übrigens gibt es heute noch. Ach, ich hatte vergessen, er wurde ja mit 17 Jahren promoviert als Doktor beider Rechte an der Universität von Padua. Und nun ist ja Casanova als ein berühmter Erotiker in die Weltgeschichte eingegangen. Und man wird fragen, was in aller Welt soll Erotik mit Rhetorik zu tun haben? Das will ich Ihnen verraten. Was in aller Welt soll Erotik mit Jurisprudenz zu tun haben? Das will ich Ihnen verraten. Die Rhetorik. Casanova war ein glänzender Rhetoriker. Er hat einmal mit einer schönen Portugiesin unter einem Dach zusammengelebt, die sich nicht weiter für ihn interessiert hat. Sie war sehr schön. Und um seine Leidenschaft unter Beweis zu stellen, hat er nichts mehr gegessen, hat nicht mehr geschlafen, ist blass geworden und hat angefangen zu zittern. Und sie ist immer schöner geworden. Und dann hat er zu ihr gesagt, wenn Sie Ihre Schönheit durch meine Qualen steigern wollen, dann müssen Sie meinen Tod verhindern. Denn Tote leiden nicht mehr. Als junger Abbate also war er zu Gast auf einem Landgut in Friaul. Und dort war Lucia. Lucia war die Tochter des Verwalters, ein 14-jähriges Wesen von traumhafter Anmut und kindlich naiver Zutraulichkeit. Sie hatte die Aufgabe, ihm aufzuwarten, hat ihm immer morgens die Schokolade ans Bett gebracht. Und Casanova bei einer solchen Gelegenheit hat geweint, weil er sie doch als Geistlicher nicht berühren durfte. O Leser, schreibt Casanova in einem solchen Zusammenhang, O Leser, der du meine Qual nicht nachempfinden kannst, als es mir verwehrt war, einen Kuss auf diesen schönen Mund zu drücken. Ich bedauere dich. Casanova hat also geweint. Lucia wollte ihn trösten, ist zu ihm ins Bett geschlupft, hat sich vor ihn hingekniet, hat einen Hemdzipfel aufgehoben, um ihm die Tränen aus dem Gesicht zu ziehen. Und hat dabei die weichen Klippen zum Vorschein gebracht, an denen schon so viele christliche Seefahrer gescheitert sind. Und tragischerweise genau in dem Moment, wo sie verzweifelt versucht haben, daran Halt zu finden. Nicht Casanova, noch nicht. Wir werden übrigens Lucia wieder begegnen, in 18 Jahren, mit anderen Worten in etwa einer Stunde und 43 Minuten. Es hat sich zu Casanovas Lebzeiten in Europa zusammen mit dem Pietismus eine berühmte Schautafel ausgebreitet, die den frommen Betrachter zu seiner Ermahnung und Erbauung vor einen Scheideweg gestellt hat. Rechter Hand ist der Betrachter gelangt, durch eine enge Pforte, auf einen schmalen, steilen Pfad, von dem im Matthäusevangelium zu lesen steht, auf dem sich wenige weiße Lichtgestalten in Serpentinen empordestilliert haben, bis sie ganz oben von goldenen Engelschören empfangen in den überirdischen Glanz der ewigen Seligkeit. Und jetzt kommt ein Wort, was nur mehr sterbenden Hunden vorbehalten ist, weil ihm das Ziel abhanden kam, bis sie also eingegangen waren. Ins Paradies. Es gibt ein berühmtes Lied schwarzafrikanischer Sklaven aus Nordamerika, was der Hoffnung Ausdruck gibt, dereinst in die Zahl der wenigen, die dort oben mit hineinmarschieren dürfen, inbegriffen zu sein. Well, I want to be in that number, oh, when the saints go marching in. Schon wenige Jahre nach seiner Entstehung war dieses Lied nur mehr auf der linken Seite der Schautafel vorzufinden. Mit dreifach verschärftem Tempo, Rhythmus und Lautstärke, sicherlich wegen des dort herrschenden größeren Erlösungsbedarfs. Denn dort ist man durch eine Art Triumphbogen gelangt auf eine breite, bequeme, etwas abschüssige Straße, die klassische schiefe Bahn, auf der sich massenweise Prasser, Erpresser, Huren, Trunkenbolde, Glücksspieler und alle möglichen Arten weltlicher oder geistlicher Machthaber in prächtigen Gewändern taumend zubewegt haben auf den Höllenrachen,
wo sie denn von Satan und seinem Teufelsheer mit ihren Folterwerkzeugen auch schon erwartet wurden, um denn für den Rest der Ewigkeit von ihnen gewartet zu werden. Tod und Teufel sind ja die klassischen Gegenspieler unserer großen christlichen Heilszuversicht und in unserer Vorstellung immer verbündet. Aber das Volk mit seiner naiven, bildhaften Vorstellungskraft hat mich eines Besseren belehrt. Denn ich habe im Auto zwischen Augsburg und Fürstenfeldbruck im Radio das Leusachtaler Dreigsangel gehört. Mit dem folgenden Vers: Der Neid vom Tod auf den Teufel ist eins. Der Teufel hat ein Schwanzerl, der Tod hat keins. Casanova hatte. Der war nun auf der linken Seite der Schautafel zu finden bei den Prassern, Erpressern, Huren und Trunkenbolden, aber nicht ohne immer wieder seine Augen sehnsüchtig zum Himmel aufzuschlagen. Wenn es schon so schön ist, mag er sich gedacht haben, Gottes Gebote zu brechen, wie herrlich muss es dann erst sein, ihnen Folge zu leisten. Er hat auch mehrere Bekehrungsversuche unternommen. Wollte Mönch werden in Einsiedeln, einem Kloster in der Nähe von Zürich, hat sich dann aber gerade noch rechtzeitig verliebt in eine schöne Frau aus Solothurn. Sie war im gleichen Hotel wie er abgestiegen, im ersten Haus am Platze in Zürich, dem Hotel zum Schwert. Und um sich ihr annähern zu können, hat er sich verkleidet mit der grünen Schürze eines Hausknechts. Aus dieser Zeit stammt das Wort Schürzenjäger. Sie war von einem Jagdausflug zurückgekommen und er, um ihr aus den engen Reitstiefeln zu helfen, hat sich vor sie hingekniet und hat sich dabei weit mehr als zu diesem Behufe notwendig gewesen wäre, zärtlich an ihren Waden zu schaffen gemacht. Sie muss das missverstanden haben. Sie hat ihm ein kleines Geldstück zugesteckt und hat gesagt, lassen Sie, ist schon gut. Es ist dann auch noch gut geworden. Aber das ist eine andere Geschichte. Es war, als hätte Casanova versucht, die Last seiner Leidenschaften wie eine schwere Kugel den Berg zur Seligkeit hinaufzuwälzen, sich aber immer wieder entglitten wäre, um ein Stück weiter abwärts zu rollen, Richtung Hölle. Ein wahrer Franz von Assisifus. Giacomo Casanova hatte den Lesern seiner 4000-seitigen Memoiren gegenüber die Höflichkeit, den Kapiteln jeweils knappe Zusammenfassungen voranzustellen, wie es seit Jahrhunderten bei Romanen üblich gewesen war. Und so lautet denn die Zusammenfassung des 12. Kapitels im 6. Band wie folgt. Ich sage Esther die Wahrheit. Meine Reise nach Deutschland, mein Abenteuer bei Köln, die Frau des Bürgermeisters, ich erobere sie. Empfang beim Kurfürsten in Köln, Ball in Bonn, Essen in Brühl. Die ersten Intimitäten. Ich soupiere bei Generalgraf Kettler, ohne eingeladen zu sein. Ich bin glücklich. Die Frau des Kölner Bürgermeisters. Wer Casanova schon ein bisschen näher gekommen ist, wird sie sich kaum anders denken können, denn als eine geistreiche jugendliche Schönheit. Die hatte zur Bedingung ihrer endgültigen Gunst eine Mutprobe gemacht. Casanova sollte uneingeladen und natürlich unangemeldet erscheinen auf dem Souper jenes Generals Graf Kettler. Und wer erschienen ist, in der vollen Pracht seiner Gewänder, den Degen an der Seite, frische holländische Pomade in der Perücke, ein Geschenk jener Esther aus Antwerpen, den päpstlichen Orden auf der Brust. Der Papst hatte ihn zum Ritter vom goldenen Sporn ernannt. Das war Giacomo Casanova. Er ist arglos plaudernd mit den Gästen herumgestanden, man ist zu Tisch gegangen und als alle Platz genommen hatten, ist immer noch ein einsamer Gast hilflos um die Tische geirrt, auf der Suche nach seinem Platz. Das war nicht Casanova. Der hatte schon Platz genommen. Der General war empört, hat die Gäste gemustert, Casanova fixiert und hat gesagt, Sie habe ich nicht eingeladen. Dann hat Casanova gesagt,
C'est juste, mon General, das stimmt, Herr General. Aber nachdem ich mir sicher war, dass man mich nur vergessen haben konnte, bin ich trotzdem gekommen. Casanova hatte viele Fehler und Laster, aber schüchtern war er nicht. Er hatte auch blendende Manieren. Er hat sich nie daneben benommen, nein, er hat sich immer gleich mitten rein benommen. Nun, die Bedingung war erfüllt. Und was war dann? Sehen Sie, die Frauen der Rokoko-Zeit waren durchaus nicht so, dass sie bei der Liebeswerbung die Initiative immer nur den Männern überlassen hätten. Ganz im Gegenteil. Die Höhlen haben sich zu den Füchsen vorgegraben. Die Wohnung des Kölner Bürgermeisters, in der Belletage im ersten Stock gelegen, hatte eine gemeinsame Mauer mit der danebenliegenden Kirche, etwa von dieser Güte. Und in dieser Mauer war eine schmale, steile Wendeltreppe, die es dem Bürgermeister erlaubt hat, aus seinen Privaträumen durch das Boudoir seiner Frau ohne den öffentlichen Eingang über die Straße benutzen zu müssen, sich direkt aus seinen Räumen über diese Wendeltreppe in die Kirche hinunter zu begeben. Und in dieser Kirche sollte Casanova sich bereithalten und warten, bis sie frei wäre von Gläubigen, außer ihm natürlich, und von außen abgesperrt, und sollte dann über diese Wendeltreppe zu ihr heraufkommen, so hatte seine neue Freundin ihn wissen lassen. Casanova hat 6 Stunden lang ausgeharrt, versteckt in einem Beichtstuhl. Auch für einen Liebhaber der damaligen Zeit eine very special location. Es hat der Morallehre der katholischen Kirche zufolge 2 Sünden gegeben. Lässliche Sünden und Todsünden. Aber für Casanova war das Gegenteil der lässlichen Sünde eben nicht die Todsünde, sondern die unerlässliche Sünde. Nach diesen 6 Stunden also ist Casanova durch diese schmale Tür unten in der Wendeltreppe hinein und hinaufgegangen, hat sich im Finstern emporgetastet und sieht plötzlich über sich einen Lichtschein. Und was findet ihr da vor? Auf 3 dieser dreieckigen Wendeltreppenstufen gestaffelt übereinander aufgebaut? Kerzen, Servietten, Gläser, Teller, Besteck, kleine Köstlichkeiten, Spiritus für den Spirituskocher, daneben Rum, Zucker und Zitronen, falls er sich Punsch machen möchte. Catering. Und was dann geschehen ist, als er durch die obere Pforte in das Gemach der jungen Frau eingegangen war, dafür fehlen uns die Worte und Begriffe. Ich sage nur, sie haben sich aneinander ergötzt. Mit einer Inbrunst, die man sich nur erklären kann durch die Nähe einer Kirche. Wenn man die erotische Intensität dieser Zeit wiederherstellen wollte, man müsste zunächst die moralischen Schranken wieder aufrichten, dann Gläubigkeit und Hingabefähigkeit in die Herzen wieder einpflanzen und dann das Ganze langsam aushöhlen. Bis die Geschichte sagt, Rokoko, und dann Stopp. Ich bin in dieses Kirchlein verliebt. So spricht heutzutage etwa eine Kunsthistorikerin, die mit der Restaurierung einer Rokoko-Kapelle beauftragt ist. Auch Casanova hat sich viel in Kirchen verliebt und hat dabei immer etwas ganz Besonderes empfunden. Gott hat einmal mit dem Teufel Karten gespielt. Sie haben gespielt um die erotische Zukunft des Menschengeschlechtes. Immer wenn der Teufel gegeben hat, hat Gott den Stich gemacht. Gott, der Teufel... Angst, Gott, Vernunft. Der Teufel, Schuldgefühle, Gott, Aufklärung. Der Teufel, Syphilis, Gott, Penicillin. Als dann aber Gott gegeben hat, freies Liebesleben für alle, da hat der Teufel eine versteckte Karte aus dem Ärmel gezogen. Sexuelle Revolution. Sehen Sie, und dann war nur noch Verlegenheit, weil keiner gewusst hat, wer jetzt eigentlich den Stich gemacht hatte. Und so ist es bis heute geblieben. Es hat seit vielen Jahrhunderten, zu Casanovas Zeit sicherlich schon ein bisschen ausgehöhlt, einen Brauch gegeben, demzufolge ein Liebhaber im Morgengrauen das Liebeslager zu verlassen hatte.
eben um der Verlegenheit aus dem Weg zu gehen und zu verlegenen Fragen wie der Frage, willst du zuerst ins Bad oder soll ich? Nein, er hatte zu verschwinden, bei Gefahr, sich zu verliegen. Und sich verlegen, das hat man zum Beispiel als Ware in einem Regal oder als Abenteurer auf Reisen in einer Stadt, in der man zu lange geblieben ist, oder wie der Tannhäuser im Bett einer schönen Frau. Das Wort sich verliegen, das gibt es nicht mehr. Es hat ein sonderbares Schicksal genommen. Es war wie ein Glas mit einer Flüssigkeit mit Schwebstoffen darin, was immer am gleichen Platz gestanden hat. Das ist in sich abgesunken, hat einen Bodensatz gebildet, eben die Verlegenheit, die einzig von dem sich Verliegen übrig geblieben ist. Ein Wort, was auf wahrhaft tragische Art und Weise der eigenen Bedeutung zum Opfer gefallen ist. Aber seit Jahrtausenden, seit Urzeiten, hat es bei den Liebespaaren einen Satz gegeben, durch alle Zeiten und Kulturen gleich, mit vier Worten: Ich muss jetzt gehen. Das war auch zu Casanovas Zeiten so, nur die Etikette hat sich ein bisschen geändert. Damals hat man das noch nach einer Liebesnacht gesagt. Heute sagt man das eher vorher. Aber sonst ist alles gleich geblieben. Wenn einer gar zu lange bleibt und wenn's ihn gar nicht weiter treibt von dort, wo er so lang schon war, rostet er und läuft Gefahr, sich zu verlieben. Dann blüht ihm die Verlegenheit. Die Abenteurer pflegen schon seit jeher voll Verwegenheit, bei günstiger Gelegenheit sich zu verlieben. Des Lebens Wasser ist ein Fluss, der über Klippen springen muss und nicht von Dämmen angestaut stagnieren, weil's das Wasser graut, sich zu verlieben. Was soll die ganze Sicherheit? Im Grab ist dafür lang noch Zeit. Was will der Stausee in der Schlucht? Wovor ist er wohl auf der Flucht, sich zu verlieben? Des Welttheaters Stücke krönt nicht das, was an der Krücke stöhnt. Das Spiel zu hoch und stürzt so tief in Achten, um nicht im Archiv sich zu verliegen. Es liegt, was uns die Zeit verkürzt und dennoch dehnt und in sich schürzt, mit jeder Planung stets im Streit. Dem Helden bleibt die Sicherheit, sich zu verlieben. Das hält die guten Geister wach, das schickt den Funken unters Dach der Trägheit für die Feuersbrunst. Dagegen ist es keine Kunst, sich zu verliegen. Kein Unverliebter hat gespürt, wie hoch hinauf Verliebtheit führt. Wie bleibt man aber immer dort und muss nicht immer wieder fort? Was hilft's uns dorthin umzuziehen? Da hilft nur eins, die Kunst schlechthin, sich zu verlieben. Eros. Wo Wesen in sich Samen tragen, da kann ich euch von Dramen sagen. Biene und Blüte, duftig angelockt, luftig angedockt. Ein Götterwitz. Die Götter durch meine Witze verblendet, haben sie gleich als Blitze verwendet. Hermes, der Götterbote, hat einmal im Olymp, als er von einer Reise auf die Erde zurückgekommen war, einen Witz erzählt.
Die Götter haben eine Nacht lang nur brüllend gelacht, dass ihnen die Tränen in den Bärten versickert sind. Und jetzt kommt der Witz. Wisst ihr das Neueste von der Erde? Die Menschen haben uns nur ausgedacht. Pegasus. Man hat meines Pegasus schnelle Gestalt im Stalle auf eine Stelle geschnallt, doch er hat den Huf auf die Schnalle gestellt und ist im Flug aus dem Stalle geschnellt. Erscheinung. Im Traume rief sie, dicht, mehr, nah. Erwacht ich, war sie nicht mehr da. Ein Dichter sitzt am Straßenrand, eine Frauengestalt eilt vorüber. Er ruft ihr zu, wer bist du? Sie antwortet, ich bin die Gelegenheit. Warum hast du so lange Haare auf der Stirn? Damit man mich greifen kann, wenn ich komme. Warum bist du am Hinterschädel so glatt rasiert? Damit man ins Leere greift, wenn ich vorüber bin. Von diesem berühmten Gedicht aus dem klassischen Griechenland stammt die Redensart, die Gelegenheit beim Schopfe packen. Das ist nicht an den Haaren herbeigezogen. Ein junger Mann hatte jahrelang seine Schöne bekniet und hofiert, immer vergeblich, bis er eines Tages einen Brief von ihr geöffnet hat, in dem sie ihn einlud, sie zu besuchen in ihrer Kammer auf die Nacht und alleine. Er ist mit klopfendem Herzen die steile Stiege zu ihrer Kammer hinaufgestiegen. Die Tür hat sich geöffnet und was sieht er? Einen gedeckten Tisch mit Kerzen, Blumen, Kuchen und Wein. Im Hintergrund ein aufgeschlagenes Bett, alles was nötig war, damit sie es eine Nacht lang schön zusammen hätten. Er aber ist auf der obersten Treppenstufe stehen geblieben, hat die Kinnlade fallen lassen und hat dann mit mühsam wieder errungener Fassung gesagt, ja, aber wenn du jetzt dein Kind kriegst, das ist doch mit Kosten verbunden, mit erheblichen Kosten. Und was sollen deine Eltern dazu sagen? Und meine Eltern? Es fehlen doch sämtliche Voraussetzungen für sowas. Da hat sie getan, als wollte sie ihn küssen, hat sich vor ihn hingestellt und hat ihn rückwärts die Treppe heruntergestoßen. Sehen Sie, das ist im Sinne der kasanovistischen Philosophie vorbildlich. Immer erst die Voraussetzungen schaffen für etwas Eigentliches, was dann später kommen soll, das ist der Kern der bürgerlichen Weltsicht und Verwaltungsphilosophie. Alles kreischt bei uns zulande, wenn ein Projekt angegangen wird, zu dem die Voraussetzungen fehlen. Wenn dann aber die Voraussetzungen geschaffen sind und die Sache selber kommt gar nicht, dann schreit niemand mehr. Ich frage Sie, wie viele Männer in Deutschland würden nicht leidenschaftlich gerne ein Leben führen wie Giacomo Casanova, wenn es nur mit einem gesicherten Alter verbunden wäre? Nein. Ein Mann wie Casanova, der mit seiner Figur auf dem gigantischen Spielfeld Europas blitzartig die Positionen wechseln konnte, um günstige Gelegenheiten zu ergreifen, der hat sich in seinem Leben nicht damit abgegeben, Voraussetzungen für später zu schaffen. Der wollte immer ein und alles für ewig und das ganz oft. Er hat einmal in Genua in den Armen einer schönen Frau gelegen, die ihn gefragt hat, ob er ihr auch treu sein würde. Casanova hat geantwortet, sollte ich jemals von meinen Sinnen verführt eine andere Frau als dich in meinen Armen halten, dann wird danach meine Reue so furchtbar sein, dass deine Rache süß sein wird. In Madrid hat er eine Tänzerin kennengelernt, Nina. Nina konnte nicht besonders gut tanzen, bis auf einen Sprung sehr hoch mit Spagat, den sie virtuos beherrschte und um dessen Willen sie auch immer wieder engagiert worden ist. Aber nach einer Vorführung ist sie vor die Inquisition in Madrid gerufen worden. Was denn sei? Sie sei zu hoch gesprungen, man habe ihre Unterhose gesehen. Das dürfe nie wieder vorkommen. Nina hat Besserung geschworen. Aber nach der nächsten Vorführung ist sie wieder vor die Inquisition zitiert worden. Was denn jetzt schon wieder sei? Sie sei ja noch höher gesprungen und sie habe keine Unterhose getragen. Dann hat Nina gesagt, aber sie wollten doch, dass man die Unterhose nicht mehr sieht.
In Neapel hat er die Geliebte des Herzogs von Matalone kennengelernt, eine 16-jährige Schönheit. Er hat sie beobachtet, als sie sich umzog, versteckte zwischen den Vorhängen. Sie wusste, dass er sie beobachtet. Er wusste, dass sie weiß, dass er sie beobachtet. Sie wusste, dass er weiß, dass sie weiß, dass er weiß. Ein Rokoko-Spiegelkabinett im Bewusstsein dieser beiden jungen Menschen. Und Casanova, dem nun Zeit seines Lebens sämtliche Oden des altlateinischen Dichters Horaz auswendig zur Verfügung gestanden haben, kannte selbstverständlich auch diese berühmteste aller Horaz-Oden, der wir das Wort vom goldenen Mittelweg verdanken, an den man sich halten soll, um den Gefahren der Extreme aus dem Weg zu gehen, wie zum Beispiel Verschwendung auf der einen und Geiz auf der anderen Seite. Und diese Ode im Sinn hat sich Casanova lobend über diese junge Frau geäußert, als sie sich umzog und dabei notwendigerweise auch stellenweise entblößt hat, indem er gesagt hat, sie war nicht verschwenderisch mit dem, was sie mich sehen ließ, aber zum Ausgleich hat sie auch nicht gegeizt mit dem, was sie meinen Blicken vorenthielt. Haben Sie das? Mit der gleichen Logik hat Casanova einmal gesagt, ach, es gibt so Krankheiten, von denen uns die Natur das Rätsel ihrer Heilung vorenthält. Aber in ihrer Güte verschweigt sie uns zum Ausgleich nicht, wie wir diese Krankheiten erwerben können. In Wien hat Casanova den berühmten Librettoschreiber und Dichter Metastasio besucht. Und Casanova war ja nun Alchemist. Und als Chemiker wusste er, dass man reinen Weingeist auf Echtheit testen kann, indem man ihn einfach offen an der Luft stehen lässt. Wenn er sich schnell verflüchtigt, dann ist er echt. Wie denn auch Casanova selber sehr schnell immer wieder verduften konnte und damit seine Echtheit unter Beweis gestellt hat. Casanova hat an Metastasio die große Bescheidenheit gelobt, die dieser berühmte Mann hatte. Und hat sich eines Fehlers bekannt. Er hat nämlich gesagt, anfangs habe ich diese Bescheidenheit für unecht gehalten. Als ich dann aber sah, wie schnell sich seine Bescheidenheit verflüchtigt, als er nämlich auf sein eigenes Werk zu sprechen kam, da wusste ich dann, sie musste echt gewesen sein. Wieder einmal in Paris hat Casanova die ganze Hofgesellschaft ausgeflogen gefunden zur Jagd nach Fontainebleau. Man hatte zu dieser Hofjagd natürlich auch die Hofoper mitgenommen, um sich abends nicht zu langweilen. Und dort im Theater in Fontainebleau saß Casanova in der ersten Reihe, hatte nonchalant die Beine übereinander geschlagen und als eine Sängerin einen falschen Ton ausstieß, hat er lauthals schallend als einziger durch das ganze Theater gelacht. Das hat in der Loge über ihm einen Herrn indigniert. Einen Herrn mit blauem Ordensband, der ihn zur Rede gestellt hat, was es denn da zu lachen gäbe. Casanova hat es ihm erklärt, hat sich vorgestellt, hat gesagt, wo er herkommt. Dann hat dieser Herr gesagt, so, aus Venedig kommen Sie. Ja, ich war auch in Venedig und dort war ich auch in der Oper und da habe ich auch lachen müssen. Casanova hat geantwortet, man wird es Ihnen wohl nicht verwehrt haben, Monsieur. Das hat die Dame dieses Herrn amüsiert, Madame Pompadour. Sie hat sich zu Casanova hinuntergebeugt und hat gesagt, ah, vous êtes vraiment là-bas? Vous êtes vraiment de Venise, Monsieur? Kommen Sie wirklich von da drunten, von Venedig? Dann hat Casanova gesagt, mais non, Madame, Venise, c'est pas là-bas, Venise, c'est là-haut. Dann hat der Herr gesagt, Sie wissen ja, dass man kürzlich in Paris 10 Italiener aufgehängt hat. Und Casanova hat gesagt, oh Monsieur, ein Mann, der auf sich hält, lässt sich nur im Ausland aufhängen. Es gibt verschiedene Arten von Selbstbewusstsein. Eine geht darauf zurück, jederzeit eine Waffe griffbereit zu haben. Das kennt man aus Westernfilmen. Eine weitere Art des Selbstbewusstseins geht darauf zurück, jederzeit auf eine beliebige Menge von Geld zurückgreifen zu können. Das kennt man vom Hörensagen. Eine dritte Art des Selbstbewusstseins geht darauf zurück, nie um eine schlagfertige Antwort verlegen zu sein. Das kennt man von sich selber, wie man gerne wäre.
Aber alle drei Arten des Selbstbewusstseins, wenn sie zusammen auftauchen, sind sehr selten. So selten, dass sie einen Eigennamen tragen. Giacomo Casanova. Nur ist bei dem etwas dazugekommen, was mit all dem schlecht zusammenzupassen scheint. Denn im Lauf seines langen Lebens hat Casanova viel und oft geweint. Sei es als Mittel theatralischer Selbstinszenierung, um bei den Schönen seinen Willen besser durchzusetzen, sei es aus echter Gefühlsregung oder sei es denn, dass er geweint hat, weil er das eine von dem anderen nicht unterscheiden konnte. Wir würden sagen, Casanova hatte dicht ans Wasser gebaut. Nun, wenn man aus Venedig stammt, kein Wunder. Venedig. Venedig, komm, dreh dich zu mir, da ich seh dich im Geiste vor mir und will unbedingt hin. Als Wind ich umweh dich, o Stadt, ich begeh dich als großer Kanal und bin schon mittendrin. Wie herrlich und prächtig und ehemals mächtig und reich. Nein, Venedig, was bist du schon alt, bedroht und geschützt auch, gefördert, gestützt auch und vor dem Ertrinken bewahrt mit Gewalt. O Stadt, ich versteh dich. Dein Traum, o Venedig, ist süß und er heißt, endlich unterzugehen. Im Strahl großen Glanzes versenke dein Ganzes nur einmal noch als Majestät anzusehen. 10.000 Posaunen, die bliesen zum Staunen der Welt aus der großen Vergangenheit Mund, dann schraubten die Pfähle zum Klang der Choräle spiralig sich abwärts zurück in den Grund. Die Masken, die Feste, die Kirchen, Paläste in eines bengalischen Feuerwerkslicht versenken mit Rauschen, um sich zu vertauschen mit Wellen. Es blieben Wellen, mehr nicht. Das wäre würdig und ebenbürtig, nicht langsam, nein schnell, aber groß zu vergehen. In himmlischen Logen die Geister der Dogen, die applaudierten begeistert im Stehen. Venedig verschwunden. Ich will erkunden die Stelle im Meer, wo im Geiste ich sah eine Stadt wie sonst keine. Da reibe ich meine Augen. Aber Venedig, du bist ja noch da. Wie niemals versunken, wie niemals ertrunken, so zart im golden und hellblauen Licht. Bist du's wirklich, Venedig? Komm, zeig dich, komm, dreh dich, Venedig, du bist es. Das gibt es ja nicht. Ich muss es Ihnen sagen. Ich weiß noch nicht, wie ich es Ihnen sagen soll. Ich weiß auch nicht, ob ich es überlebe. Aber ich muss es Ihnen sagen. Jetzt. Wir müssen uns trennen. Ich muss Sie jetzt verlassen. Aber mein Abschiedsschmerz wird gedämpft und verwandelt sich sogar in Heiterkeit und Vorfreude durch die sichere Gewissheit, Sie bereits nach einer Viertelstunde, nach einer kurzen Pause wiedersehen zu dürfen. Adieu, à bientôt, à très bientôt, au revoir.